André Bouzard ist für das IGOP ein Wunschpartner, um das neue Jahresprogramm zu eröffnen. Doch darüber hinaus für eine Belgien-Premiere ein ganz besonderer Künstler. André ist für mich einer der paradigmatischsten, wichtigsten Künstler, die auf eine andere Art und Weise ihre Arbeit organisieren, als man das so landläufig kennt. Er ist extrem erfolgreich und extrem alleine, muss man sagen. Er schweißt den ganzen Laden in Eigenregie und hat dafür sehr interessante Techniken und Strategien entwickelt, die hier so als mehr so wie so eine Art Grundton mit vibrieren, aber jetzt nicht vordergründig in den Werken zu finden sind. Es erinnert ein wenig an die Kunstrichtung des Ready-Made, ein Begriff, den André Bouzard bewusst überwinden will. Die eigentliche Aufgabe ist es, dieses Ready-Made zu zerstören, weil es nicht der Irrationalität und dem Bildort entspricht. Das Ready-Made ist ein äußerliches Verwenden von Alltag, von geometrischen Maßen, vom rechten Winkel, von Zitaten aus der Popkultur, von diesen reproduzierbaren, skalierbaren Größen. Von genau dieser Vorherrschaft des Ready-Mades müssen wir uns im 21. Jahrhundert neu befreien. Aber wir können uns nur befreien, indem wir dieses Ready-Made vorher umarmt haben, um es dann sozusagen friedlich zu vernichten. Kraftvoll, mit Anlehnungen an Science Fiction, an Matisse, an naive Malerei, an die Expressionisten. Also Expressionismus, die Leute denken da oft an Landflucht, Rückzug, Natur, Archaik. Ich habe damals versucht, diese Begriffe zusammenzubringen als expressives Element, welches Zukunft macht. Also, dass wir in der Kunst eigentlich durch alle Jahrhunderte hinweg dieses expressive Element haben, als waltendes, Leben und Tod gleichsetzendes und flächemachendes Prinzip, welches immer in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schaltet. Pragmatik und Selbstorganisation heißt das diesjährige Motto des IGOP und davon zeugt auch Bouzards Lernweg an der schwarzen Fläche. Meine Aufgabe war es, über Jahre das Weiß zu zerstören. So bin ich zu den schwarzen Bildern gelangt, die aber durch eine Fuge geöffnet bleiben. Die Fuge ist sozusagen das Medium der Proportionalität in der Fläche. Die Fläche braucht eine Verhältnismäßigkeit. Diese Verhältnismäßigkeit ist die, die das künstlerische Maß setzt. Also geht es um eine Maßsetzung. Künstlerisches Maß ist irrational. So dass die schwarzen Bilder irrationale Proportionalitäten sind und die Fuge öffnet und schließt das Machtgefüge der Fläche.